Zeugin Elisabeth Pickard, Deutschland, Regierungssekretärin 43 Jahre, 121. Verhandlungstag, 11.12.1964. Nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses. Bitte? Des Gerichts. Frau Pickard, Sie sind bekannt mit dem Angeklagten Board. Ja. Ja. Wann haben Sie ihn denn kennengelernt? Ich schätze, dass wir 12 oder 13 Jahre alt waren. Ich kann es nicht genau sagen. Ja. Nun, das war also etwa in welchem Jahr? 34 vielleicht. Etwa 1934. Es kann auch etwas später gewesen sein, das weiß ich nicht ganz genau. Und wo haben Sie ihn denn da kennengelernt? Wir wohnten in Spandau, Berlin-Spandau, Jordanstraße 26 und seine Großeltern damals Jordanstraße 24 und da war er oft. Jordanstraße 24, da lebte Poat damals? Zuerst war er oft zu Besuch bei den Großeltern und dann lebte er selbst da später. Ja, waren das seine Großeltern oder ihre Großeltern? Seine Großeltern. Seine Großeltern, ja. Bei denen lebte er damals? Er war oft zu Besuch dort. Er lebte bei seiner Mutter wohl. Aber er war sehr viel bei der Großmutter. Ja. Und von da ab kannten Sie ihn? Ja. Und sind Sie dann später, wie Sie dann erwachsen waren, noch mit ihm wiederholt zusammengetroffen? Ja, wir wohnten ja laufend nebeneinander. Unsere Familien verkehrten familiär miteinander. Ja. Und wir waren auch laufend zusammen dann. Ja. Auch während des Kriegs? Während des Krieges auch. Und wissen Sie etwas Näheres über seinen Werdegang während des Kriegs? Zunächst war er noch Schüler. Dann hat er Abitur gemacht. Angefangen zu studieren, soviel ich weiß, an der Technischen Hochschule. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie viele Semester. Ja. Und dann, er ist ja Ausländer, sollte er, soviel ich weiß, interniert werden. Und dann hatte er die Auswahl als Dolmetscher, eventuell bei der SS anzufangen oder eben ins Internierungslager zu gehen. Das ist mir in Erinnerung. Und was tat er? Und da hat er dann den zweiten Weg wohl gewählt. Also, ja. Denn sonst wäre er ja nicht dahin gegangen. Und wissen Sie, wann er dann zur SS kam? Oh, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, in welchem Jahr. Das wissen Sie nicht genau? Nein, nicht das sage ich. Und wissen Sie etwas davon, ob er auch in Auschwitz gewesen ist? In Auschwitz war er, ja. Ja, und wieso wissen Sie das? Weil er ja oft von Auschwitz in Berlin war. Er war öfter von Auschwitz in Berlin? Ja, war öfter da. Und da trafen Sie ihn dann jedes da Mal? Da war immer dann zu wohnte dann zu Hause. Ja. Und dann sahen das heißt, bei den Großeltern? Der Großvater war dann tot. Ja. Mit seiner Mutter und seiner Großmutter lebte er dann zusammen. Dann. Ja. Und da haben Sie ihn dann? Ja, laufend. Wir wohnten ja immer im Nebenhaus. Und waren Sie in dieser Zeit schon beruflich tätig? Ja, ich habe schon gearbeitet. Ja. Ich war damals im Stickstoffsyndikat. Ja. Und wissen Sie, wann er in Auschwitz angefangen hat, wann er dorthin gekommen ist? Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Ja. Und wissen Sie, was er dort getan hat in Auschwitz, was er für eine Tätigkeit hatte? Der war Dolmetscher. War Dolmetscher. Wissen Sie, ob er auch anfänglich dort mal in einem Wachsturmband gewesen ist? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Er war Dolmetscher. Und bei welcher Dienststelle war er Dolmetscher? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das wissen Sie nicht, genau. Hat er Ihnen mal etwas erzählt, was das Auschwitz eigentlich bedeutet? Da hat doch kein Mensch gewusst, was eigentlich Auschwitz war. Und ach das doch, war. Das hat er erzählt. Das hat er erzählt. Dass es ein Konzentrationslager ist. Ja. Und dass er als Ausländer dort auch bewacht wird. Ja. Das hat er mir mal so erzählt. Also er war ja oft da und da wir ja im Krieg auch sehr viel Fliegeralarm hatten, ja, wie Sie vielleicht wissen, haben wir oft halbe Nächte zusammengesessen und unterhalten dann. Da hat er mir erzählt einmal, dass er selber bewacht wird. Zwar, wenn er dann arbeitet am Schreibtisch oder so,
würde sich die Tür mal einen Spalt öffnen. Er sieht dann nur den Lauf eines Revolvers, weiß aber nicht, wer es ist, und dann schließt sich die Tür wieder. Das hat er Ihnen erzählt? Das hat er mir damals erzählt. Und was soll diese ganze Vorführung für einen Sinn gehabt haben? Das weiß ich nicht. Vielleicht nur eine Bewachungsart. Ich kann es ja nicht sagen. Ich bin nie in Auschwitz gewesen. Na. Frau Pickard, ja? Wie ist es dann weiter gewesen? Sie sagten, er war öfter da in Berlin auf Urlaub. Und nein, nicht immer auf Urlaub, es waren auch Kurierdienste. Auch Kurierdienste. Dass er mal über ein Wochenende auch so mal auf ein, zwei Tage da war. Und wohnte dann immer bei seiner Mutter und Großmutter. Ja. Und haben Sie ihn im Jahr 1944 auch gesehen? Ja, oft sogar. Ja. Nun hatten Sie einmal eine Verschüttung. Ja. Durch einen Fliegerangriff? Durch einen Fliegerangriff. Und wann war das? Ich habe einen Beleg darüber noch mit. Das war genau am 19. Juni 1944. Ja. Und anschließend an diese Verschüttung? Da war er, also an dem Tage war er auch da. Denn das weiß ich deshalb, weil wir abends dann wieder Fliegeralarm hatten. Und die Wohnung seiner Großmutter lag im Parterre und ich habe einen Teil der Alarmstunden dort zugebracht, weil ich es im Keller nicht aushielt. Ja, das war nach Ihrer Verschüttung? Es war danach. Also am nächsten Tag? Es kann auch in der gleichen Nacht schon gewesen sein. Die Verschüttung war am Vormittag und mein Vater war auch in einem Stickstoffsyndikat tätig und wir sind zu Fuß vom Bahnhof Friedrichstraße bis nach Spandau gegangen. Ja. Obwohl mir sehr schlecht war. Ja. Und nachdem Sie also diesen Fliegerangriff überstanden hatten, haben Sie dann Urlaub genommen? Ich war erst krank, war dann aber wieder im Dienst und habe noch 4 Wochen Sonderurlaub bekommen. Ja. Darüber habe ich auch einen Beleg mit. Ja. Und wann war dieser Sonderurlaub? Der war vom 19. Juli bis Mitte August. Bis Mitte August. Und wo haben Sie diesen Sonderurlaub verbracht? 14 Tage davon war ich in Schlesien bei Verwandten von mir, die hatten dort ein Gut. Und die zweiten 14 Tage war ich in Berlin. Ja. Und wie Sie nun in Schlesien waren, sind Sie da mit Boa zusammengetroffen? In Schlesien nicht. In Schlesien Nein. nicht? Nein. Das war in der Nähe von Hirschberg. Ja. Und nach 14 Tagen sind Sie zurückgekommen, sagen Sie. Ja. Darüber haben Sie keinen Beleg. Nein, dass ich nach 14 Tagen wieder zurückgekommen bin, nicht. Ja. Und nun sagten Sie, nach 14 Tagen waren Sie dann in Berlin und haben den Rest in Berlin verbracht. Ja. Warum aber, wo Sie doch den Urlaub hatten, so angenehm war es doch damals im August 1944 nicht in Berlin? Nein, es war es nicht, aber ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können. Ich war damals, meine Familie war in Berlin. Ja. Und ich habe oft versucht zu telefonieren. Und wenn man dann keinen Anschluss bekam, das hat mich mehr erregt, als wenn ich selber mit in Berlin gewesen bin. Sie sind also wieder zurückgekommen. Ja. Und haben Sie in dieser Zeit auch den Board getroffen wieder? Das kann sein, dass er in den 14 Tagen, die ich dann noch zu Hause war, auch in Berlin war. Aber das könnte ich nicht beschwören. Das können Sie nicht beschwören. Dann bitte wollen Sie uns doch mal diese Urkunden vorlegen, die Sie da mitgebracht haben. Sekunde. Die Angeklagten sollen nicht miteinander sprechen. Boger und Capesus, Sie sollten sich nicht mit Ihrem Nachbarn unterhalten. Können Sie bitte rübergehen. Nehmen Sie ins Protokoll auf. Die Zeugin legt folgende Urkunden vor. Erstens, eine Postkarte des Polizeipräsidenten in Berlin vom 10.04.45 betrifft Verleihung des Verwundetenabzeichen der von Ihnen zur Verleihung des Verwundetenabzeichen vorgeschlagenen Angestellten Elisabeth Hein
wurde diese Auszeichnung verliehen. Es wird gebeten, die Berliner zur Entgegennahme der Auszeichnung zum Schutzpolizei Abschnittskommando Linden Berlin zu entsenden. Habe ich mir nie abgeholt. Dann eine Bescheinigung Dr. Med. E. Freifrau von Brandenstein, Ärztin, Berlin-Spandau am 4.8.44. Fräulein Elisabeth Hein, Stand wegen. Anscheinend muss das heißen Folgen. Ich weiß aber nicht. Einer Commotio Cerebri nach Terrorangriff in meiner Behandlung. Außerdem bestanden Hautverletzungen und noch etwas. Folgt die Unterschrift der Ärztin. Ausgestellt am 4.8.44. Stickstoffsyndikat vom 14.07.44. Aufgrund eines Attestes unseres Vertrauensarztes, Herrn Dr. Med. Pfeiffer, gewähren wir Ihnen einen Krankenurlaub von 4 Wochen. Wir wünschen Ihnen weiter gute Besserung. Grüßen Sie herzlich. Unterschrift des Stickstoffsyndikats. Dasselbe einen Tag später, am 15.07.44, wir bescheinigen hiermit, dass Fräulein Elisabeth Hein, Gefolgschaftsmitglied unserer Wehrwirtschaftlichen, durch das Rüstungskommando Berlin geschützten Betriebs ist. Sie ist mit Rücksicht auf einen im Dienst erlittenen Unfall vom 19. Juli 1944 bis zum 29. August 1944 beurlaubt und hat gemäß der Anordnung des Staatssekretärs für den Fremdenverkehr zur Lenkung des Fremdenverkehrs im Kriege die Berechtigung zu einem Erholungsaufenthalt. Stickstoffsyndikat, folgende Unterschrift. Dr. H. Oster, Berlin, den 4. Juli 1944, liebes Freund Hein, mit lebhaftem Bedauern musste ich hören, dass Sie sich von dem Schaden, den sich bei dem schweren Angriff am 21. Juni in unserem Bürohaus zugezogen haben, noch nicht wieder völlig erholt haben. Wenn Sie auch bereits wieder im Dienst sind, bitte ich Sie doch alles zu tun, was der Arzt etwa im Interesse Ihrer Gesundheit für erforderlich hält, damit die Folgen des bösen Schocks völlig überwunden werden. Sollten Sie irgendwelche geltlichen Sorgen haben oder sollte Ihnen der Arzt noch einen Erholungsaufenthalt verordnen, so bitte ich Sie, mich direkt oder über Herrn Werther rechtzeitig zu benachrichtigen, weil sich die Firma an den entstehenden Kosten beteiligen möchte. Einstweilen wünsche ich Ihnen baldigst zur völligen Wiederherstellung mit freundlichen Grüßen, Ihr sehr ergebener Oster. Oster, ist der verwandt gewesen mit dem General Oster? Er war bei uns Generaldirektor, ja, und ein General als Verwandt. Ja, weiß ich nicht. Nun, bitteschön? Am 21.06. Ja, ich muss mich da revidieren, ich habe vor 19. gesagt. Ja. 21. bitte. Also Sie meinen am 21. Am 21.06. war der Angriff. Dann sind Sie in ärztliche Behandlung gekommen. Am 14.07. hat der Vertrauensarzt Ihnen 4 Wochen Krankenurlaub verschrieben. Ja. Und Sie haben den Urlaub vom 19.07. bis zum 29. August bekommen. Ja. Und nun legen Sie das ärztliche Attest vom 4. August vor. Das habe ich für irgendetwas anderes später gebraucht. Andere Bescheinigungen habe ich nicht mehr da gehabt. Und deshalb habe ich das mitgebracht. Also Sie wollen damit unter Beweis stellen, dass Sie am 4. August in Berlin gewesen sind? Ja. Ja. Aber das Wort zu dieser Zeit in Berlin war, das sagten Sie, könnten Sie nicht beschwören. Genau, das kann ich nicht das sagen. Das können Sie nicht wissen. Sie wissen auch nicht, ob er am 1. August in Berlin war. Ob er am 1. August da war, weiß ich nicht. Er ist auch dann noch mal in Arolsen gewesen. Und das kann ich auch nicht sagen, genau in welcher Zeit. Aber ich weiß, dass er da war. Ja. Und wie lange war er denn in Arolsen? Das kann ich Ihnen wirklich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass er da gewesen ist. Noch eine Frage. Frau Pickert, wissen Sie, ob Herr Proat in der Zeit, als diese Verschüttung war, einige Tage in Berlin gewesen ist, also vor dem 21., nach dem 21.? Das kann sein, dass er da einige Tage in Berlin war. Aber mehr als dass Sie sagen, es kann sein, können Sie nein, nicht dazu erwähnen? Nein, wirklich nicht, das kann ich nicht. Dankeschön. Von Seiten der Staatsanwaltschaft keine Fragen mehr, von Seiten des Herrn Rechtsanwalt Ormond. Eine Frage an Herrn Proat. Was haben Sie der Zeugin erzählt über Ihre Erlebnisse in Auschwitz? Auch diese Geschichte mit der sich öffnenden Tür und dem Revolver? Herr Rechtsanwalt,
mit dem Revolver, das muss ein Irrtum sein. Die sich öffnende Tür steht im Zusammenhang mit den Kontrollen durch Oberscharführer Kirschner. Was dann zu sehen war, das war nicht seine Pistole, sondern nur seine Mütze. Das habe ich vielleicht erzählt. Er kontrollierte uns häufig. Dankeschön. Nehmen Sie ins Protokoll auf, die Urkunden wurden verlesen und der Zeugin wieder zurückgegeben. Augenblick mal. Von Seiten der Verteidigung keine Fragen mehr. Von Seiten der Angeklagten keine Erklärung, von Ihnen auch nicht. Nein. Frau Zeugin, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Das kann ich. Ja, dann müssen Sie den Eid.